So, Leute, was geht ab? Ihr habt abgestimmt, ihr wollt die Phoenix als nächstes sehen. Erstmal danke dafür, dass so viele abgestimmt haben. Ich fände es toll, wenn ihr weiter so abstimmen würdet in diesem Format, weil es hilft mir wirklich sehr, wenn ich da doch schon so viele Leute habe, die mir zusagen, welchen Charakter sie als nächstes sehen wollen. Das ist für mich nützlicher, als wenn drei Leute abstimmen. Und ihr macht es toll. In den letzten zwei Videos habt ihr richtig schön abgestimmt. Jedes Mal über 20 Leute, finde ich super. Macht es bitte weiter so. Und dann wollen wir uns nochmal die Phoenix anschauen. Meine Phoenix oder Phoenix allgemein haben den Zweck, hohes Prestige zu haben. Das ist wirklich mit ihr Hauptnutzen, muss ich euch leider sagen. Also jeder, der sich denkt, hey, ich habe jetzt eine erweckte Phoenix, mein erstes Duplikat, was soll ich damit tun? Ist die gut? Soll ich sie auf 55 bringen? Könnt ihr machen, aber sie ist wirklich eher fürs Prestige da und nicht wirklich um nützlich zu sein, böse gesagt. Also es gibt, natürlich ist sie nicht nutzlos, aber es gibt einfach nützlichere Champions. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ihre Fähigkeiten durch. Und ihre erweckte Fähigkeit sagt aus, dass sie, wenn sie sterben würde, sie stattdessen 2 Sekunden unverwundbar wird und dann für jeden Phoenix Force Stack, den sie hat, verbraucht und 594 Leben kriegt. Vielleicht hier ist ganz lustig, der Text hier drin ist sogar extrem lustig geschrieben. Ich weiß nicht, was die Übersetzer von Kabam machen, aber hier ist irgendwie geil. Also hier steht, der sie aus den Latschen kloppen würde. Ja, genau so steht der Satz da. Also das steht für, wenn sie getötet werden würde vor einem Schlag. Der sie aus den Latschen kloppen würde, Leute. Auf jeden Fall, das ist auch so, ihr könnt mit einem Debuff diese Fähigkeit umgehen. Also mit einer Deregeneration oder einer Blutung. Ist kein Schlag, der sie aus dem Leben kloppen würde, sondern eine Blutung. Und es umgeht die Passiv. Und ansonsten ist das so ein bisschen so eine kleine Iron Man Passiv, die schwächer oder stärker wie die von Iron Man sein kann. Aber sie wird definitiv unsterblich, das heißt, sie triggert auf jeden Fall. Die von Iron Man kann man übergehen. So gesehen ist die Passiv besser. Und dann fangen wir mal an mit den Phoenix Force Passiv. Wutanfall-Buffs verstärken den Angriff um 80,6. Schade ist, es steht nirgends, wodurch sie einen Wutanfall kriegen. Und jetzt diese Phoenix Force Stacks, die sie sammelt, oder beziehungsweise diese Wutausbrüche, die sie kriegt, die haben Dinge, die lösen Effekte aus. Und das ist an 5 und 11 Wutausbrüche gekoppelt, diese Effekte. Gehen wir uns mal gerade durch. Wenn man 5 Wutausbrüche hat, alle Angriffe bekommen eine 100%ige Chance, den Gegner einzuäschern, indem sie einen Energieschaden von 59,7 über 6 Sekunden bewirken. Dieser Effekt beseitigt außerdem die Möglichkeit für eine perfekte Abwehr und verringert die Abwehreffizienz um 50%, solange er aktiv ist. Schwere Angriffe bekommen eine 100%ige Chance auf einen Rüstungsdurchbruch und verringern die Rüstung um 633 für 10 Sekunden. Schon mal nicht schlecht, das sind nice Bonis, da muss ich nichts groß sagen. Da steht alles da, was das macht. Das passiert ab 5 Wutausbrüchen, ab 11 Wutausbrüchen passiert dann folgendes. Bei Übersteuerung werden alle Einheiten ihrer Phoenix Force sofort aufgebraucht und Phoenix beginnt in regelmäßigen Abständen Wutausbrüche zu verbrauchen. Das bedeutet, ab dann ticken eure Wutausbrüche, gehen langsam weg dann. Bei allen Angriffen besteht eine Chance von 25% eingeäscherte Ziele zu lähmen. Das klingt eigentlich alles nicht schlecht, aber das ist eben nur eine kurze Zeit aktiv. Offensive und defensive Kraftzufuhr werden um 80% gesenkt, das ist schlecht. Das heißt, ihr kriegt weniger Kraft, während ihr übersteuert. Sobald sie 0 Wutausbrüche erreicht hat, beendet Phoenix die Übersteuerung und generiert eine Einheit Phoenix Force. Das heißt, am Ende kriegt ihr wieder eine Einheit Phoenix Force, wenn das vorbei ist. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn sie dann zum Beispiel getötet werden würde, würde sie trotzdem noch 594 Leben regenerieren. Ja, das sind einfach so Nebeneffekte. Und jetzt schwerer Angriff, Chance von 100% einen Phoenix Force Buff zu erhalten. Und es steht eben nur so da, es steht nirgends leider, wie sie einen Wutausbruch kriegt. Das ist, wenn ihr mich fragt, ein Fehler. Superkraft 1. Für jede Einheit Phoenix Force gewinnst du 10% Kraft dazu, dabei werden alle Einheiten bis auf eine verbraucht. Das heißt, wenn ihr 3 Phoenix Force Einheiten habt, kriegt ihr 20% Kraft zurück. Und eine bleibt zurück. Eine Phoenix Force, ja. Nein, beziehungsweise ihr kriegt 30 Kraft zurück und eine Phoenix Force bleibt euch so. So muss ich sagen, tut mir leid. Verbraucht bis zu 10 Wutausbruch-Buffs, wodurch der Superkraftschaden pro verbrauchten Buff um 10% erhöht wird. Das bedeutet, ihr könnt maximal 11 Wutausbrüche haben, wenn ihr das irgendwie so getimt kriegt. Das heißt, die Fähigkeit kann 110% mehr Schaden machen. Ist in meinen Augen nicht so effektiv.
Also die Wutausbrüche dafür zu verbrauchen. Superkraft 2. Du hast 3 zusätzliche Einheiten Phoenix Force, das ist schon mal gut. Verbraucht bis zu 10 Wutausbruch-Buffs, wodurch die Superkraft Schaden pro verbrauchten Buff um 10% erhöht wird. Superkraft 2 ist so gesehen sehr interessant, weil Phoenix Force Buffs dafür sorgen, wenn man am Schluss sterben würde, dass man doch noch am Leben bleibt. Und ist somit, glaube ich, ihr nützlichster Angriff, wenn ihr mich fragt. Ich würde mit dir Superkraft 2 spammen. Superkraft 3. Dieser Angriff verbraucht alle von Phoenix Wutausbrüchen und verleiht ihr, je nachdem wie viel verbraucht wurden, einen Schadensbonus von bis zu 240%. Naja, das heißt quasi, wenn ihr 11 Wutausbrüche habt, mehr könnt ihr ja nicht ansammeln, dann macht das Ding 240% Schaden, aber Superkraft 3 sind irgendwie immer relativ, die macht man eh nie. Ja, so viel zu der Phoenix. Großes Mysterium mit den Wutausbrüchen. Wie ihr seht, der steht da nirgends drin. Nichtsdestotrotz gehen wir in den Fight rein. Wenn ihr sie seht, dann versteht ihr es vielleicht auch ein bisschen besser. Wie ihr schon gesehen habt, die Phoenix Force Stacks kriegt man bei Heavy Attacks. Das heißt, sie ist ein Charakter, der mit Heavy Attacks arbeitet. Das, was ihr jetzt seht, ist ein Phoenix Force Buff. Die Wutausbrüche steigen, glaube ich, einfach nur. Und wenn ich block, kriege ich scheinbar auch einen. Jetzt steigen sie immer weiter. Jetzt kann man den Gegner einäschern. Ab jetzt habe ich theoretisch 25%, ihn zu betäuben. Passiert nicht. Ich habe den Block versaut. Tut mir leid. Und jetzt sind alle Phoenix Force Stacks weg. Jetzt habe ich wieder einen. Läuft gerade nicht sehr schön. Ich mache diese Fähigkeit. Es gibt uns hier 3 Stacks. Ich sollte mich vielleicht jetzt töten lassen, aber wenn er mich jetzt tötet, dann regeneriere ich recht viel Leben. Seht ihr? Mach mal noch Superkraft 1, die ihr auch noch gesehen habt. Versuchen wir nochmal zu Superkraft 3 zu kommen. Jetzt seht ihr diese Einäscherung, wo ich ihn betäubt habe quasi im Schlag. Es läuft bei ihr alles ein bisschen arg schnell durch und deswegen sieht sie einfach sehr... Sie ist kein schöner Charakter. Sie macht nicht Spaß zu spielen. Sie ist extrem mühsam. Man hat keine Kontrolle über seine eigenen Buffs, wie ihr seht. Sie stacken hoch und dann... Oh, Superkraft 3 nicht mehr geschafft. Ah, muss ich nochmal kurz reingehen, um sie euch zu zeigen. Sie ist eben ein Charakter, der mit Heavy Attacks spielen muss. Und ich bin kein so guter Heavy Attack User. Ich weiß, ich habe einen Dormammu ganz oben, ich sollte das eigentlich können. Aber ich finde es trotzdem etwas mühsam. Oh Mann, jetzt bin ich da reingerannt. Diese Wutausbrüche habe ich jetzt auf jeden Fall in diesem Spiel hier gemerkt, sind total random. Ja, ich spiele sie mehr oder weniger auch zum ersten Mal. Und ihr seht jetzt, diese Wutausbrüche steigen einfach qualvoll, aber wir verbrennen den Gegner richtig damit. Jetzt gehen die Wutausbrüche runter, jetzt kriegen wir dadurch so gut wie kaum Kraft. Ich will euch eigentlich Superkraft 3 zeigen, das ist extrem mühsam gerade. So, zeigen wir noch Superkraft 3 von der Animation her. Ich weiß gar nicht, ob ich die selber schon mal gesehen habe, muss ich ehrlich gesagt gerade zugeben. Okay, durch den Block durch. Nicht schlecht, Winter Soldier. Die überrascht mich immer wieder. Jetzt sind wir kurz vor dem Tod. Jetzt zeigen wir nochmal die Passiv. Jetzt versuche ich nochmal so viel Phoenix Force wie möglich zu generieren. Okay, sind wir halt auf 2 geblieben. Ihr seht, ja, der Charakter ist einfach... Ich finde ihn echt nicht so toll. Also er hat wirklich gigantisch hohes Prestige. Aber das war's dann leider auch schon. Noch Superkraft 1, dann kriegen wir extrem viel Kraft, weil wir gerade 4 Phoenix Force hatten.
können wir Superkraft 2 machen, dann kriegen wir wieder Phoenix Forces zurück. Und so könnt ihr ein bisschen mit ihr spielen, aber wirklich nützlich ist sie da doch nicht, wenn ihr mich fragt. Ja. Und dieses Gameplay hier ist wirklich schwierig mit ihr, da wirklich was Sinnvolles zu machen. Ich bin sonst eigentlich immer ganz froh, wenn ich euch irgendwie 100 Hits oder so irgendwas zeigen kann. Aber da ihre Fähigkeiten so komisch und schnell miteinander variabel sind, ist es extrem schwierig mit ihr in einen schönen Spielfluss reinzukommen. Da sie sich auch komplett anders verhält die ganze Zeit, dann kriegt sie plötzlich wieder Energie. Dann kriegt sie wieder keine Energie dazu, da halt nur extrem mühsam wenig, 80% weniger, das ist halt doch schon noch ein Unterschied. Und ich persönlich bin kein Fan von ihr. Wirklich benutzen würde ich sie in der Offensive auch nicht. Also wenn ihr sie wirklich in euren Allianzkrieg benutzen wollt, dann stellt sie in die Defense. Ich glaube auch in der Allianz-Quest macht es keinen Sinn. Weil ich glaube, während ihr mit dieser Spielerei von den Heavies und der Phoenix Force beschäftigt sind und versucht, dass euch die Phoenix Force nicht wieder durch einen anderen Effekt weggenommen werden und ihr wollt ihren Tod forcieren, damit sie viel Leben regeneriert, ist es, glaube ich, extrem schwer, das hinzukriegen. Und deswegen würde ich euch echt von ihr abraten. Nichtsdestotrotz, das war's zu Phoenix. Denkt bitte unbedingt daran, da oben, also in der Ecke, abzustimmen, was ihr als nächstes sehen wollt. Phoenix sehe ich jetzt somit mal als abgehakt. Hab das Video jetzt ein bisschen früher gebracht, weil ihr so toll seid und so viel abgestimmt habt. Fand ich nice. Da kann ich euch auch was dafür zurückgeben. Und ja, dann mal sehen, was euer nächster Charakter wird. Ich denke, ab jetzt ein bisschen spannender. Und auch bitte unbedingt dran denken, unten in die Kommentare zu schreiben, welche Charaktere ihr sehen wollt, weil sonst gehen mir irgendwann die Charaktere aus. Beziehungsweise ihr seht immer nur meine Optionen da in den Vorschlägen. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein!